Dresden, die Landeshauptstadt Sachsens, gelegen an der Elbe und in der Nähe der Sächsischen Schweiz. Wir dürfen heute zu Gast in Dresden sein, in der Stadt, welche bekannt ist für die Altstadt, den Goldenen Reiter, die wiederaufgebaute Frauenkirche und eine große Museenvielfalt. Eine Stadt, in der das Leben pulsiert. Zur Weihnachtszeit gibt es dazu noch viele Weihnachtsmärkte in ganz Dresden zu bestaunen. Damit gehört Dresden wohl zu einer der schönsten Städte in Deutschland. Ein besonderes Viertel ist das Szeneviertel Äußere Neustadt. Viele Kneipen, Musikclubs und Trendläden sind dort zu finden. Der Stadtteil ist zur Heimat vieler Dresdner Künstler, Musiker und Studenten geworden. In diesem Viertel ist auch der EC Dresden zu finden, welcher das Projekt Brainswap gründete. So, neben mir steht eine ganz große Berühmtheit von Brainswap, und zwar der Friedemann. Friedemann, du hast das ja quasi dir ausgedacht. Was war so der Grundgedanke hinter Brainswap für dich? Also, der Grundgedanke war eigentlich, die Leute aus der Neustadt zu erreichen. Die Leute in der Neustadt, die sind meistens kulturell drauf, die sind ein bisschen alternativ und die interessieren sich vor allen Dingen für irgendwas, was so ein bisschen besonders ist. Und wir wollen halt die Leute so erreichen, wie sie es verstehen. Und am besten, denke ich, kann man es verstehen, wenn man so ist wie sie. Wir sind einfach so bunt wie die Leute in der Neustadt. Wir machen das, was die Leute in der Neustadt machen, indem wir auch Kultur bringen den Leuten und dass sie sich selber auch hier beteiligen können. Das ist vor allen Dingen uns das Wichtigste, dass sie auch selber hierher kommen können und selber Musik zum Beispiel machen oder selber Gedichte vortragen können. 7429 on flight control, macht hier gerade Landebahn frei. Ich würde Sie bitten, dass Sie jetzt zum Landeanflug einsetzen. Gleichgültig. Der Wagen nähert sich einer Haltestelle. Ein Mädchen stellt sich nah an den Stufen. So, neben mir steht jetzt der Thomas. Thomas, du hast ein sehr abgefahrenes Instrument gespielt, muss ich mal so sagen. Ich habe dich zum ersten Mal hier gesehen. Wie war dein Eindruck von Brainswap heute? Also ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht über die vielen verschiedenen Ideen, die Kreativität der Leute. Fand ich super. Ich habe jetzt hier neben mir den Tim. Den Tim. Tim, du bist zum ersten Mal hier, oder? Ja, das ist korrekt. Wie bist du zu Brainswap gekommen? Über Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist sehr cool. Ich habe gesehen, du hast hier einen Beitrag gemacht. Was hat dich dazu inspiriert, diesen Beitrag jetzt zu bringen, so spontan? Ich habe den Flügel gesehen und dadurch, dass ich nicht die Möglichkeit habe, auf dem Flügel zu spielen und auch überhaupt kein Tasteninstrument habe, sondern Gitarrist bin, habe ich einfach gedacht, ja, machst halt mal, drückst du mal ein paar Tasten und mal gucken, was dabei rauskommt. Muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war sehr genial. Abschließende Frage, wie fandest du den Abend insgesamt? Sehr amüsant. Ich bin sehr positiv überrascht. Also werden wir dich nochmal wiedersehen, oder? Mit Sicherheit. Das ist sehr schön. Okay, danke. Tschüss. Ciao. So, neben mir stehen jetzt die Johanna, Milena. Ihr zwei seid zum ersten Mal da. Wie habt ihr von Brainswap erfahren? Ja, ich habe durch meinen Cousin Friedemann erfahren. Der hat uns einfach eingeladen und ist immer hierher gekommen. Das finde ich sehr cool. Noch ganz kurz, wie hat euch der Abend gefallen und würdet ihr wiederkommen? Ja, also ich fand es sehr schön. Es waren ganz verschiedene Beiträge, viele Dichter auch und ja. Vielen Dank. Blitzkrieg Bob.
Freunde haben sich gehen lassen. Ich soll alle aufraffen, nur die Zeit macht mir zu schaffen. Ich bin ein harter Hund. Ich bin ein harter Hund. Was ich euch bring, ist Müll. Was ich euch bring, ihr seid Müll.